Hallo meine lieben Überlebenskünstler und Wiederaufbaustrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Surviving the Aftermath. Wir haben immer noch hier einen Mund voller Probleme. Wir haben 100 Leute hier und es ist schwierig hier momentan alle zu ernähren. Also das ist ein Problem, das nach wie vor hier wirklich hardcore über uns hier gerade eben schwebt. Wir ernten gerade eben jetzt hier nochmal ein paar Kartoffeln ab, aber das wird auf lange Sicht nicht reichen. Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher, ich muss gerade mal gucken, ich habe nämlich hier seit einer Weile hier eine Aufnahmepause gemacht, weil ich andere Projekte machen musste. Und ich will gerade eben gucken, ist irgendjemand auf dem Weg zurück, der uns Nahrungsmittel bringt oder... Nee, sind wir so wie es aussieht nicht. Doch, er ist auf dem Weg zurück, perfekt. Er bringt nochmal 35 Dörrfleisch, das bringt uns immerhin eine... leichte Entspannung, aber wir müssen jetzt halt noch mehr Felder errichten und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sogar Sinn machen würde, ein kleines Feld zu errichten. Ich bezweifle, dass die kleinen Felder unbedingt schneller wachsen. Ganz im Ernst, ich bin da nicht ganz so der Meinung, dass das wirklich der Fall ist. Auf jeden Fall sollten wir ganz, ganz kurz mal hier die Sache nochmal überdenken. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall gerade eben hier immer noch die Werkstatt am Start, die jetzt hier diesen Müll produziert. Mir wurde auch gesagt, diesen Müll kann ich jetzt genau hier einsehen. Der liegt hier rum. Wusste ich auch noch nicht. Habe ich ehrlich gesagt nie drauf geachtet. Wir sehen auch, es gibt hier auch Feuerholz, aber es wird halt hier einfach aus diesem Feuerholz derzeit original nichts gebrutzelt, weil uns schlicht und ergreifend hier die Nahrungsmittel dazu fehlen. Das ist ein Fleischmahl. Ich will doch eigentlich gar kein Fleischmahl. Ich will eigentlich eine gesunde Mahlzeit daraus machen. Insektengedöns, ja, wird aus irgendeinem Grund auch noch nicht geerntet. Also, wir sind momentan immer noch so ein bisschen jetzt hier in einer kritischen Situation. Die Nahrungsmittel, die wir anbauen könnten, wie gesagt, Wachstumsrate normal, langsam, normal. Wir haben leider, oh, das wurde geändert. Wir haben nichts, was schnell wächst. Das ist doof. Wir haben nichts, was schnell wächst. Und jetzt sind die Nahrungsmittel auch schon aufgebraucht. Jetzt sind sie weg. Das geht unfassbar schnell bei 100 Leuten. Ja, ich rede eigentlich viel zu lange um den heißen Brei herum. Es wird unangenehm werden. Das ist jetzt schon mal klar. Es wird jetzt echt ungeil werden. Aber wir müssen natürlich auch hier... ja, mehr Felder hier ranholen. Und deswegen erschaffen wir jetzt hier ein weiteres Feld. Auf das uns das in Zukunft nie wieder passieren wird. Die Kartoffeln, die jetzt hier gerade eben noch geerntet werden, die werden die Situation hoffentlich so ein bisschen für uns entschärfen. Aber die Frage ist halt, wie lange das gut geht. Wir müssen jetzt halt einfach hoffen, dass die Nahrungsmittelversorgung, die jetzt hier mit dem Dörrfleisch kommt, uns nochmal ein bisschen rettet. So, die Jungs sind jetzt hier wieder fertig. Sie ist fertig. Ganz im Ernst, ich warte mit ihr, bis die anderen auch so weit sind. So, sobald hier auch nur ein bisschen Nahrung fertig ist, wie ihr seht, dann rennen die jetzt alle sofort dahin. Und haben Hunger wie Sau. Logischerweise. Gönnen sich jetzt hier gleich eine volle Ladung. So, sind sie jetzt alle wieder am Start? Jetzt sind wieder alle am Start. Er braucht auf jeden Fall nochmal einen ganzen Zug runterwärts. Und jetzt können die hier wieder Sachen zusammensammeln. Aber es ist halt echt saumäßig schwer, hier Nahrung herzubekommen. Aber wie gesagt, im Zweifelsfall, ich habe das jetzt einfach mal absichtlich gemacht, so viele Leute wie möglich reinzulassen. Das ist halt einfach mal ein Test. Ich meine, ich habe schon geahnt, dass es passieren wird, dass es jetzt hier wirklich eine kritische Situation ergeben könnte. Aber man muss halt im Zweifelsfall einfach auch Leute... abweisen. Ne? Das ist halt leider grausame Realität. So, wir gucken weiter. Vielleicht finden wir irgendwo Nahrung. Eigentlich unser Hauptanliegen. Nahrungsmittel organisieren. Hier gibt es nochmal ein bisschen was an Material. Wie viel Leben hat sie denn eigentlich noch? Sie sollte dieses Risiko nicht mehr eingehen. Sie hat zu wenig Leben. Ja, Autschi. Wie viel Schaden hat sie bekommen? Too much in meinen Augen. Und genau, wir wollten ja auch noch hergehen und die Leute jetzt hier nochmal... wir wollten ja auch nochmal was forschen. Wir wollten etwas forschen. Hier gibt es einfach nirgendwo Fresschen.
Nirgendwo. Na gut, aber das, wenn ich jetzt hier essen gehen würde, würde es mich auch wundern. Hier ist überall Ödland. Gut, das war es eigentlich auch schon an der Stelle. Moment, Pause. Wir können mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwas Nahrungsmittelmäßiges machen können. Ja gut, Delikatesse, Bäckerei, wuppdidu. Als ob wir dazu noch groß kommen würden in der jetzigen Situation. Energieproduktion ist irrelevant. Wissenschaft, Abbau von Aggression. Das sind alles so Sachen, die finde ich einfach nicht wirklich wichtig. Ne, also lass uns mal hier Delikatessen aus irgendeinem Grund freischalten. Jetzt haben wir noch 455 an Forschung. Könnten die Energieproduktion auf 2 bringen. Oder wir gehen auf die Wissenschaft, was im Grunde eigentlich auch nur die Laune verbessert. Das heißt, die Leute würden jetzt gut gelaunt verhungern. Wupp, wupp. Ne, dann lass uns die Energieproduktion auf 2 gehen. Oder wir machen die Kantine von Anfang an. Sparen auf die Kantine. Das könnte man natürlich auch machen. Wir sparen auf die Kantine. Jetzt können wir mal gucken, was dieses Gebäude, die Bäckerei, vermag. Oh, die kann... Gebackenes Brot ist Luxusgut. Das kann aus 5 Mehls 10 Brot machen. Das Problem ist bloß, wo bekomme ich Mehl her? Bekomme ich das Mehl dann aus Getreide? Ja, genau. Ich brauche dann hier die Mühle. Boah, das ist ja ein total exponentielles System beinahe schon. Du machst im Grunde aus 5 Getreide am Ende 20 Brot. Wow. Das nenne ich mal stark. Sollten wir eigentlich relativ früh schon in Betracht ziehen. Wenn wir ehrlich sind. Sollten wir früh in Betracht ziehen. Ich mache die Mühle theoretisch dahin. Die Bäckerei, die könnte sogar daneben. Man könnte das jetzt zu Getreidefeldern früher oder später umwandeln. Dann wären die hier perfekt versorgt. So, wisst ihr, wir machen das tatsächlich so. Wobei, ich muss erstmal das große Gebäude planten. Aber wir können uns das, glaube ich, eh momentan noch nicht leisten, wenn uns das Metall fehlt. Also es dauert noch eine Weile, bis wir das machen können. Ich weiß, dass die Kolonisten obdachlos sind, aber ich glaube, dass ihr Hunger habt, ist wahrscheinlich gerade eben schlimmer. Ich glaube, das ist gerade eben eure größere Sorge. Nur mal ehrlich, so, da können wir jetzt nochmal jemand hier mit reinnehmen. Die machen hier auch nochmal ein bisschen Fressalien. Die machen Fressalien. Es sind nicht viele Fressalien, die sie machen. Wichtig ist halt, dass jetzt hier Fisch gemacht wird, dass Fleisch gemacht wird, dass im Grunde alles gemacht wird. Die bauen jetzt hier nach wie vor Kartoffeln ab. Die machen immer noch minus 4 übrigens an Energie. Ich deaktiviere das gerade eben mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir haben noch Strom auf Lager, doch, dann können die das abbauen. Banditen nähern sich dem Tor. Was ist denn jetzt schon wieder los? Okay, Erpressung. Eine kleine Gruppe von Banditen nähert sich dem Tor. Sie schleifen jemanden hinter sich her. Der Anführer zielt mit einer Pistole auf den Kopf des Gefangenen und ruft: Wir haben einen deiner Kolonisten dabei erwischt, wie er in unser Lager herumgeschnüffelt hat. Willst du den zurückhaben? Dann tausch das Leben dieses Jammerlappen gegen etwas von deinem wertvollen Beute ein. Die Geisel stammt definitiv nicht aus deiner Kolonie, aber sein Leben ist in Gefahr. Das wäre jetzt so ein Akt quasi der Menschlichkeit. Wir haben... Wisst ihr was? Wir machen das ausnahmsweise, weil... Ob er jetzt bei uns verhungert oder da draußen erschossen wird, so hat er wenigstens bei uns eine Chance und Medikamente haben wir genug. So, widerwillig bezahlst du den Banditen das gewünschte Lösegeld. Die Gruppe verlässt lachend das Tor mit ihrer Beute. Die befreite Person gelobt dir und der Kolonie ihre Treue und verspricht hart zu arbeiten. Als Dank dafür, dass du ihr das Leben gerettet hast. Wisst ihr, was jetzt hier ein mieser Plot-Twist wäre, wenn der Typ in Wahrheit ein Spion von denen wäre? Das würde zumindest bei dem einen oder anderen apokalyptischen Setting, also in Filmen oder Serien passieren. Boah, ihr seht, ne, wir machen hier eigentlich schon ordentlich schnell. Also es wächst eigentlich schnell, das Soja-Gedöns. Da ist jetzt schon einiges und man könnte es, obwohl die noch hier anbauen, also eigentlich wächst das schnell. Oh, ich kann nur hoffen, dass ich die Leute irgendwie einigermaßen hier am Leben halten kann. So, ich würde es jetzt eigentlich ganz cool... Ach, die werden hier noch angepflanzt. So, jetzt muss ich hier die... der Bau ist noch im Stissel hier, wie ich gerade eben sehe. Okay. Wir müssen also langsam tun. Langsam tun. Hier fehlt immer noch ein bisschen Gedöns. Sägewerk. Lagerstätte ist leer.
Stimmt, wir machen ja auch noch Beeren, habe ich völlig vergessen. Dann müssen wir eine neue Arbeitszone definieren, um Beeren zu bekommen. Also wir grasen jetzt hier wirklich alles ab, nur um ein bisschen Fresschen zu bekommen. Ne? Hier, ihr seht, wie wieder eine Beere hier bekommen. Die Leute futtern das aus Verzweiflung. Wir werden übrigens, glaube ich, Getreide demnächst noch mal anbauen. Oder haben wir schon irgendwo Getreide? Ne, wir haben, glaube ich, kein Getreide. Ne? Bau fertiggestellt, großes Feld, perfekt. Das heißt, ich fange jetzt mal an, hier das hier schon mal zu planen. Dass wir schon mal ein bisschen Getreide hier hinbekommen. Wir müssen jetzt halt alle an einem Strang ziehen und dafür sorgen, dass wir so viel Nahrung wie möglich bekommen. Wir sind immer noch am Ernten. Wo geht eigentlich das Fresschen hier hin? Wisst ihr was? Wir machen ein Insektenmahl daraus. Macht mehr Sinn. Macht deutlich mehr Sinn. So, die haben jetzt hier wieder eine ganze Ladung an Kartoffeln. Die Leute kommen natürlich, die hungrig sind. Bin echt gespannt, ob wir sie durchbekommen. Die Situation ist natürlich angespannt. Das gebe ich zu. Nein, der erste ist verhungert. Muhammad ist verhungert. Nein. Nein. Ja, jetzt sind wir nur noch bei 100. Niemand hat gesagt, dass die Apokalypse leicht ist. Oh Gott, der ist auch am Verhungern. Wieder eine Lagerstätte leer. Ah, okay, das ist okay. Lagerstätte. Das Lagerstätte nennen finde ich immer noch einen Witz. Ist halt doof, dass man halt einfach nicht, dass man nicht sagen kann, dass die Leute nach Priorität essen dürfen, ne? Ja, in dem Fall sind wir halt dann einfach jetzt hier wieder quasi beim Thema Survival of the Fittest, wo in dem Fall dann doch tatsächlich derjenige oder Survival of the Sattest. Diejenigen, die halt am meisten Essen jetzt hier am Start haben oder noch im Bauch haben, am meisten Reserven haben, die überleben tendenziell dann am längsten. Der pennt hier ernsthaft auf dem Feld. Oh, hier gab es jetzt gerade eben nochmal irgendwas. Deswegen rennen sie jetzt alle hierher. Mhm. Hier fehlt immer noch das Gebäude. Na also, das war so wichtig, dass jetzt hier alle dran sind. So, er bringt jetzt Essen. Boah, das könnte jetzt ein paar Leben retten. Nicht episch viele, aber ein paar. Aber das Problem ist, damit endete jetzt hier unsere Möglichkeit, Nahrungsmittel zu bekommen. Du gehst jetzt hier mal das hier ausscouten. Jetzt auch wieder nur Wissenschaft. Wissenschaft wird demnächst für uns relativ wertlos werden. Bretter. Nicht gut, nicht gut. Du rennst jetzt auch nach Hause, du musst dich heilen. Ja, du bist hier, das ist gut. Dann scout doch mal hier die gesamte Umgebung bitte für mich. Nein. Was ist mit dir hier? Du bist ja fit. Ja, die schicke ich einmal darüber. Und du rennst in diese Richtung. Ja, wir kommen an den Punkt, wo die da draußen nicht mehr ganz so relevant für uns werden, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kommt jetzt, esst, Leute, esst. So, sie haben immerhin jetzt hier... Also sie schaffen es jetzt immerhin hier so einigermaßen, sich über Wasser zu halten. Wo sehe ich eigentlich, dass die... Die werden doch eigentlich offiziell... Dann wird angepflanzt. Wo sind denn jetzt hier die ganzen Insekten hin? Die werden ja komischerweise nicht hier gelagert.
Die werden auch nicht hier gelagert. Wo werden diese Insekten denn jetzt gelagert? Wäre doch sinnvoll, wenn die jetzt hier hinkommen würden. Ihr seht, ne, die müssen doch einfach nur die Insekten jetzt hier brutzeln. Wir haben doch das Holz. Wir sollten die Insekten auch haben, oder funktioniert dieses Gebäude jetzt nicht, oder was ist hier falsch? Ich weiß nicht, was hier los ist. Es ist auch aktiv. Priorität hoch. Würdet ihr bitte einfach mal hier... Ich meine, Träger habe ich auch genug, ne? Es ist gerade ein bisschen verstörend. Ein bisschen verstörend würde ich das nennen. Wir sind es ja auch nicht. Wir haben noch ein bisschen Fleisch jetzt hier übrig. Der backt hier schon wieder fröhlich rum. Keiner weiß warum. Hier fehlen immer noch drei. Wo ist denn das Metall hingegangen für den? Ja, die Effizienz hier ist mäßig. Wartet immer noch auf einen Arbeiter, deswegen tun die hier nichts. Deswegen tun die hier nichts. Und inzwischen dauert es halt echt lange, Metall abzubauen, ne? Es hat einfach scheiß weit weg alles. Lagerstätte aufgebraucht. Was seid ihr denn? Du trägst. Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall hungrig, die Stella. Und sollte das dringend ändern. Wird immer noch überall angepflanzt. Boah, ich hoffe echt, dass die bauen immer noch an, ey, ne? Und die sind immer noch am Ernten. Also es kommt noch Nahrung nach. Wir haben, glaube ich, die Krise kurz mal überwunden. Aber sie ist nicht ab. Geklungen. Also die Krise ist immer noch am Start. Gott, haben wir viel Plastik, ey. Eigentlich absurd, wie viel Plastik wir haben. Aber man sieht, wie groß die Stacks gehen. Finde ich eigentlich ganz gut. Wahrscheinlich gehen die mindestens bis 300 oder vielleicht gehen sie bis 256. So die frühere Bitzahl. Ich weiß es nicht. We will see. Trau mich mal, die Geschwindigkeit zu erhöhen, zum ersten Mal in dieser Folge. Boah, der Nahrung geht zu Ende. Ist uns aufgefallen. So, die Spezialisten sind wieder am Start. Okay. Viele von ihnen sind halt immer noch verletzt, ne? Gibt es da oben im Norden noch irgendetwas zu holen? Ja, noch so einiges. Da oben ist dann auch die Grenze der Welt. Ich schicke ihn jetzt tatsächlich nach Norden. Währenddessen ich sie jetzt hier wieder nach Süden schicke. Dann kommen die immerhin gleichzeitig an und können sich gleichzeitig heilen. Die wieder dann synchron bringen, das wird wieder ätzend. Hier fängt das eine Wüste an. Jetzt auch wieder nur Wissenschaft. Als ob es in der Welt nie Nahrung gegeben hätte, so fühlt sich das gerade eben an. Mal so ein Supermarkt zum Plündern wäre doch mal geil. Und was haben wir hier? Wieder nur Unterhaltungsgedöns. Ja, du gehst jetzt dahin, hol mir die Wissenschaft momentan noch nicht. Ah, sie kommt noch nicht ran. Hahaha. Sieht doch mal dieses lustige Teil. Sie geht in die Knie, aber kommt trotzdem noch nicht wirklich ran. Ne? Dich brauche ich jetzt hier unten. Ja, und da waren die Möglichkeiten schon wieder erschöpft. Inzwischen haben wir genügend Teile, also darüber können wir uns nicht beschweren, dass wir nicht genügend Teile hätten. Und schon sind die Nahrungsmittel im Grunde wieder weg. Was haben die jetzt hier wieder für ein Problem? Tanz der Tonnen. Zwei Kolonisten kommen mit funkelnden Augen zu dir. Eine alte Mülldeponie wurde ganz in der Nähe entdeckt. Ich erlaube ihnen, dahin zu gehen. Vielleicht finden sie ja was.
Wow, 10 Plastik und einer wurde infiziert. Noch geiler. Super awesome. Wo ist eigentlich mein medizinisches Gebäude? Hier ist es. Ich habe es gerade eben bloß fast nicht mehr gesehen. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 100 Leute hier zu ernähren. Das wird stressig. Aber immerhin, wie gesagt, diese zwei Sojafelder funktionieren hier eigentlich ganz gut. Der Kartoffelacker ist down. Macht jetzt danach auch Soja. Ich nicht ganz verstehe es, warum die hier gerade so lange brauchen. Naja, die Situation bleibt kritisch, Freunde. Es dauert halt auch echt ewig, bis hier mal Metall rangekarrt wird, ne? Easton ist infiziert, ne? Ja, ja. Kann ich das nicht wegklicken? Nein, kann ich nicht. Diese Meldungen kann man leider nicht wegklicken. Und die mischen sich auch manchmal einfach selber so durch, habe ich gerade eben gemerkt, ne? Easton war gerade eben oben, jetzt ist es auf einmal unten. Energieknappheit. Das heißt, wir machen das hier aus. Der Rest muss weitergehen. Die machen einfach kein Essen. Wisst ihr, was ich glaube, dass das noch nicht funktioniert? Ich glaube, es gibt noch keine keine Lagermöglichkeit oder sowas. Also ich finde ja nirgendwo, hier nicht, da nicht und auch da nicht, irgendwie die Möglichkeit, das hier zu lagern. Oder muss ich dafür in diesen speziellen Lagerraum haben? Muss ich dafür dieses allgemeine Lagerhaus haben? Ich weiß es nicht. Wer sind jetzt hier wieder am Start? Ah, die sind schon wieder alle am Start. Cool. Das ging schneller als gedacht. Ihr geht jetzt mal schnell dahin. Du rennst jetzt so schnell wie möglich da hoch. Kannst theoretisch da nochmal ein bisschen jetzt hier was holen. Ich meine, er ist nicht völlig scheiße in Sachen Forschung. Ja, du gehst dahin. Schade, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wäre ich da drauf gelaufen. Wieder nur Klamotten. Wenn ich jetzt hier Nahrung finde, lache ich. Wisst ihr, warme Klamotten. Warme Klamotten in der Wüste, cool. Ja, du rennst jetzt darüber. Du guckst da rein. Die haben keine gute Verteidigung. Könnte man attackieren. Gut, das war's schon wieder. Das war's schon wieder. Und wieder fehlen die Nahrungsmittel komplett. Die holen sich ja gerade eben die letzten Sachen. Und sind im Grunde damit alle jetzt schon weg. Sieht's aus hier mit den Beeren. Bauen wir noch Beeren ab? Wir bauen noch Beeren ab, aber viele sind es nicht mehr. Noch 4 Bärchen. Mhm. Sind jetzt beide leer. Zack, weg und weg. Arbeitszone verlegen. Im Idealfall halt ein Ort, wo man nicht so weit laufen muss. Oder wo es halt sau viel gibt. Also hier ist im Grunde eigentlich abgegrast. Da oben haben wir gerade eben nochmal eine richtig dicke Stelle gesehen. Machen wir das mal so, dann sind nämlich die drei da mit drin. Da oben ist ganz viel an Beeren. Aber der Weg ist halt auch echt weit. Ich möchte es halt gern... Oh Gott, jetzt kommt wieder ein Magnetsturm. Der macht uns unsere Energie kaputt. Oh nein. Die Luft knistert und ist vom schwachen Geruch des Ozons erfüllt. Geräte geben ihren Geist auf und ein Kraftwerk nach dem anderen fällt aus. In der ganzen Kolonie lösen kurz schließende Komponenten elektrische Feuer aus. Die Energieproduktion wird eingestellt. Gebäude, die Energie produzieren
oder benötigen, können Schaden nehmen. Baue Akkupakete. Ja, ja. Und lade sie vollständig auf. Oh je, meine. Ja, wir haben ja ein Akkupaket. Wie voll ist das Ding? Ja, jetzt müssen wir es halt aufladen. Wir haben wieder jemanden verloren. Die Abigail ist verhungert. Nein, 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 nein. Sie bringen zwar 20 Nahrung mit, bringen aber 37 Mäuler mit. Tut mir leid, ich kann euch nicht reinlassen. Tut mir leid. Es geht einfach nicht. Wir haben selber Krise hier. Es tut mir leid. An so einer Stelle muss man auch einfach sagen, es tut mir leid. Ihr habt wenigstens noch Essen. Wir haben gar kein Essen mehr. Cool, noch ist jemand gestorben. Also eigentlich ist es gar nicht cool. Scheiße. Jetzt fangen sie so langsam aber sicher an, hier wirklich auseinanderzufallen, die armen Teufel. Wir können es nicht verhindern. Ich schieb's aber auch ein bisschen auf das hier. Also nicht viel, aber es hätte eventuell hier was gebracht, weil die Insekten aus irgendeinem Grund, so wie es aussieht, also die Grillen, die werden hier einfach nirgendwo gelagert. Die werden auch nicht verarbeitet. Die scheinen einfach in keinster Weise zu existieren. War einfach eine komplette Ressourcenverschwendung. Muss man knallhart so sagen. Deswegen reiße ich diesen Scheiß jetzt hier auch ab. Das ist eine komplette Ressourcenverschwendung gewesen, der Mist. Das mich mega anätzt gerade eben. So. Du gehst jetzt noch hier gucken. Find doch mal wieder Nahrung. Ach komm ey. Eine Welt ohne Nahrung. Wie erleben sie hier? Heile. Ja, das ist hier nochmal dieser Fall hier. Tja, so viel dazu. Er geht da nochmal ganz kurz rein. Gönnt sich. Satte 40 Schaden kassiert ihr. Autschi. Aber sind wir bei 575. Und die anderen sind noch dabei, sich momentan zu regenerieren. Na gut, Leute. Wir haben jetzt hier nochmal ein paar Ressourcen dadurch jetzt hier freigeräumt. Die werden jetzt erstmal verwendet, um den ganzen anderen Quatsch jetzt hier zu bauen. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier wieder mehr Energie. Das heißt, wir können auch hier diesen ganzen Kram jetzt hier wieder aktivieren. Wir müssen uns also keine Sorgen machen, gerade eben. Das Insektenmal ist nach wie vor einfach ein Griff ins Klo gewesen. Und jetzt möchte jemand noch ein dickes Geschäft mit uns machen. Boah, ey. Hat er noch irgendwas? Er gibt mir Zement für Bretter. Nein! Ich würde mir mal wünschen, dass da mal einer kommt, der, keine Ahnung, Konservendosen oder sowas dabei hat. Das wäre mal geil, aber das kriegen wir ja aus irgendeinem komischen Grund nicht. So, hier gibt es nochmal ein paar Nahrungsmittel, wie wir gerade eben sehen. Wir müssen beim nächsten Mal weitermachen. Oh, wir haben jetzt mehrere Bauvorhaben fertig. Yeah! Ein Sägewerk. Hier wird sofort noch jemand reingepackt. Dann kannst du hier gleich schon mal loslegen. Drei Bauvorhaben wurden abgeschlossen. Was war noch ein weiteres Bauvorhaben? Ah, das Haus hier ist fertig. Cool. Dadurch ist es hier dieses Haus fertig geworden. Finde ich gut. Hier fangen wir jetzt auch schon an, hier die ersten Erträge davon hier zu errichten. Ich würde jetzt gerne mal dieses allgemeine Lagerhaus nochmal irgendwann mal errichten. Aber eigentlich ist das hier totale Science Fiction, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen, wenn ihr wollt. Seid dabei. Und um zu erfahren, ob wir verhungern oder nicht. In dem Sinne, macht's gut, schöne Zeit, bis dahin, tschüss und ade.